Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Ihrer Lokalzeit OWL. Psst, Abiturprüfung. So ruhig wie auf diesem Flur heute ist es, wenn überhaupt, da nur in den Ferien. Heute haben die schriftlichen Abi-Prüfungen in ganz NRW begonnen, also auch hier am Max-Planck-Gymnasium in Bielefeld. Da zeigt sich dann, wer richtig gut gelernt hat. Entschuldigung. Die schriftliche gibt es einmal oder dreimal. Drei schriftliche und eine mündliche Prüfung müssen die Schülerinnen und Schüler in den nächsten 3 Wochen hinter sich bringen. Ja, wir drücken für alle weiteren Prüfungen kräftig die Daumen. Dann gibt es vielleicht auch bald ein paar mehr Ärzte auf dem Land. Denn die Alltagsstruktur bei den Ärzten macht weiterhin Sorgen. Auch bei uns in OWL sind viele Mediziner älter als 50 oder 60 Jahre. Viele gehen bald in den Ruhestand. Die meisten jungen Ärzte übernehmen Praxen lieber in den Städten. Deshalb ist man im ländlichen Lüchte-Elbringsen jetzt besonders glücklich. Am Montag eröffnet dort ein Allgemeinmediziner seine neue Praxis. Dr. Klaus Reinhardt ist jetzt zu Gast bei mir im Studio. Er ist Allgemeinmediziner hier in Bielefeld und Vizepräsident der Ärztekammer Westfalen. Schön, dass manche sogar Spaß dran haben, aufs Land zu gehen, gerade aufs Land zu gehen. Aber wir berichten immer wieder über den Ärztemangel in den vergangenen Jahren auf dem Land. Wieso dauert das so lange, bis sich da endlich mal was tut? Das hier ist schon ein erstes gutes Signal oder fällt das noch unter Glücksfall? Wie wollen Sie das denn machen in Zukunft? Denn es fehlen ja tatsächlich noch eine ganze Menge Ärzte. Es fehlen eine ganze Menge. Jungen Weiterbildungsassistenten in den Arztpraxen für Allgemeinmedizin zu fördern. Also mit der Grundausstattung sozusagen? Ja, die kriegen ein Grundgehalt, was sozusagen an dieser subventioniert wird. Mhm. Was gibt es noch? Das ist schon eine ganze Menge, finde ich. Und dann offensichtlich, dass wir da in 5 Jahren nicht mehr drüber berichten müssen. Das bin ich definitiv. Herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio. Dankeschön. Irgendwo hier in Bielefeld wird immer gebaut. Nicht umsonst heißt die Stadt ja auch die freundliche Baustelle am Teutoburger Wald. Gerade jetzt im Frühling ist besonders viel los. Rund 4000 Baustellen werden es wohl auch dieses Jahr wieder werden. Davon einige ziemlich große. Die alle zu planen und zu koordinieren vor allem ist ebenfalls eine Riesenaufgabe. Ein Arzt aus Bad Lippspringe wurde Ende 2017 wegen des Besitzes von Kinderpornografie zu 1 Jahr auf Bewährung verurteilt. Öffentlich wurde der Fall erst jetzt. Die Kripo war dem Allergologen damals auf die Schliche gekommen, weil sie über eine IP-Adresse nachweisen konnte, dass er sich kinderpornografisches Material runtergeladen hatte. Dem Mediziner wurde die Approbation entzogen. Dagegen wehrte er sich. Heute musste das Verwaltungsgericht Minden entscheiden. Darf der Arzt weiter Kinder und Erwachsene behandeln? Was ist eigentlich Heimat? Darüber wird ja in letzter Zeit viel gesprochen, oft auch verbunden mit der Frage, wen wir denn eigentlich dazu zählen. Meine Kollegin Bettina Böttinger möchte das gerne mit Ihnen zusammen diskutieren, und zwar nächste Woche Donnerstag in Paderborn. Dazu hätten wir gerne jetzt schon Ihre Meinung. Genau, wenn Sie gerne dabei sein möchten, hier nochmal die E-Mail-Adresse ihremeinung@wdr.de. Ihnen jetzt schon ganz herzlichen Dank. Keine Diskussion gibt es, glaube ich, bei der Frage nach dem richtigen Gartengerät. Zumindest, wenn es auch nach unserem Fernsehgärtner Rüdiger Ramme geht. Die meisten legen ja jetzt im Garten wieder richtig los und die Auswahl an Werkzeugen ist riesengroß. Aber um perfekt ausgestattet zu sein, brauchen Sie weniger, als Sie denken. Ja, dieses runde Ding brauche ich, glaube ich, auch noch. Das habe ich noch nicht. Gewusst wie, das gilt ja auch am Lagerfeuer. In der biologischen Station Bielefeld-Gütersloh am Rande der Senne wird ab heute regelmäßig entschleunigt. Mit Feuer gegen Burnout sozusagen. Gestresste Berufstätige sollen sich dort in der Natur entspannen. Und wie das genau gedacht ist, das zeigt Ihnen jetzt unser Reporter Stefan Leiven. Dankeschön, Stefan Leiven, und viel Spaß euch noch. Zum Wetter haben wir heute dieses Foto von unserem Zuschauer Heinrich Linse für Sie ausgewählt. Das zeigt, wie idyllisch eine Straße aussehen kann. Heute bei Sonnenaufgang über dem Eckegebirge in der Nähe von Bad Lippspringe. Vielen Dank, und ich finde, die Wetteraussichten können sich weiterhin sehen lassen. Hier sind sie. Wärmer. Damit sagen wir Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis morgen zu Ihrer Lokalzeit OWL. Bis dann.